Hallo Freunde, heute möchte ich euch meine Pirsch- und Bergschuhe vorstellen. Ich habe euch ja schon mal von North Face welche vorgestellt. Heute geht es um die Schuhe von Meindl und das ist ein Ganzlederschuh und ein Ganzjahresschuh und auch für die Berge geeignet und den möchte ich heute euch mal zeigen. Also der Schuh ist erstmal, obwohl er kein Gore-Tex hat, absolut über einen langen Zeitraum wasserdicht, ist aus Leder gefertigt und hat auch ein komplett Lederfutter innen drin und der geht mit euch durch dick und dünn, also das ist ein ganz tolles Teil. Ich zeige euch den Schuh auch extra hier im Video ein bisschen das Terrain, wo der zum Einsatz kommt. Also wie gesagt, Wasser ist kein Problem, ganz hervorragende Trageigenschaften durch das Leder Innenfutter, handschuhweich. Die Zunge geht bis nach oben, da kommen keine Steine rein. Super Schnürung ab hier mit Schnellverschlüssen und weil die Schnürung hier bis ganz nach vorne geht, ja, auch super an den Fuß anzupassen. Dann natürlich hier der Abschluss zur Sohle. Mit einer Leiste aus Gummi geschützt und die Sohle natürlich eine echte Bergsohle von Vibram, ja, mit einem super Profil, also hier könnt ihr jetzt, das habt ihr ja auch gesehen, super klettern. Die Sohle ist auch hier, selbst auf vereisten Flächen, super griffig. Der Schuh ist auch hoch genug, um die komplette Knöchelpartie zu schützen. Gibt einen super festen Halt, auch in ganz schwierigem Gelände. Auch mit schwerem Gepäck ist die Innensohle super dämpfend. Der Schuh ist aus gewachsenem Knubuckleder und hat innen eine Soft Print 3 Sohle, die auch als Brandsohle ganz angenehm ist, wenn man weite Strecken läuft. Zeige ich euch den Schuh auch noch mal von innen. Ihr seht die Zunge ganz eingearbeitet, hier noch mal abgepolstert, dass es keine Blasen gibt und der Schaft komplett aus butterweichem Leder. Auch hier habt ihr keine Probleme zum weite Strecken laufen. Ich habe mit dem Ding noch nie irgendwelche Blasen bekommen. Und auch wichtig, wenn der Schuh nass ist, zum schnelleren Trocknen, die Meindl Air Aktivsohle, die könnt ihr rausnehmen. Und dann trocknet auch die Brandsohle schneller. Noch ein Tipp von mir, es gibt ja da jede Menge High-Tech-Socken. Ich bin aber wirklich den ganzen Tag auch mit dem Schuh draußen. Ne? Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Einfache Schafwoll-Schuhwollsocken, ja, zwei übereinander, ist optimal und da bin ich draußen auf der Drückjagd oder jetzt hier, auch da, da hat es mich noch nie an die Füße gefroren. Also vom Fußklima im Schuh, die Schuhwollsocken, absolut meine Empfehlung. Hier ist auch nochmal ein Haken, dass die Zunge nicht nach unten rutscht, schon immer den gleichen Halt hat, egal ob man jetzt bergauf oder bergab läuft. Ja, natürlich sind die Dinger auch als B klassifiziert bei Meindl. Das heißt, die sind auch steigeisenfest. Das heißt, ihr habt einen Schuh, da könnt ihr überall in Europa und zu jeder Jahreszeit unterwegs sein. Ja, und wenn ihr Fragen habt, ja, einfach schreiben. Wie gesagt, ich kann die Schuhe wirklich empfehlen. Die sind echt perfekt. Ja, das war's schon wieder für heute. Ja, macht's gut, alles Gute, euer Hans. Ciao.